Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Leserinnen und Weltwoche-Leser, ganz herzlich willkommen zu Weltwoche Daily, die andere Sicht am Dienstag, den 14. April 2020 nach Ostern. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende, etwas besinnlich, segensreich, sonnig und auch auferstehungserfüllt mit der Zuversicht, die es in heutigen Zeiten erst recht braucht. Wir steigen gleich beschwingt in die Faktenübersicht, in die Datenübersicht ein. Die Zahl der gemessenen Corona-Fälle in der Schweiz und Liechtenstein jetzt bei über 25.000, aber wir wissen nicht, wie viele das wirklich insgesamt sind, welcher Prozentsatz der Bevölkerung hier sich tatsächlich angesteckt hat und wie viel nicht. Das ist weiterhin übrigens ein sehr interessanter Blindflug. Keine Ahnung, wie viele Menschen sich wirklich angesteckt haben. Die 25.580 sind vor allem Leute mit Symptomen, die man da ganz konkret gemessen hat. Wir haben in der Schweiz jetzt etwas über 800 Verstorbene mit oder an Corona, etwas über 800. Ist das viel, ist das wenig im internationalen Vergleich? Ich gehe dann die Zahlen hier noch durch. Die Ansteckungskurven haben sich deutlich verflacht. Wir stehen besser da als andere Länder zum vergleichbaren Zeitraum. Insgesamt aber Infektionen pro 100.000 der Bevölkerung, die Schweiz am unrühmlichen zweiten Platz in Europa, nur noch von Spanien hier geschlagen. Wie sehen die Zahlen im Detail aus? Ja, wir haben jetzt in der Schweiz hier ein paar Fakten, einfach falls Sie das interessiert. 196.600 Tests haben wir in der Schweiz bis jetzt gemacht. Bei 15% dieser Tests ist das Resultat positiv ausgefallen. Aber noch einmal von einer Gesamtzahl der wirklich Infizierten, das wissen wir nicht, haben wir keinerlei Vorstellung davon. Dann Verteilung nach Alter und Geschlecht. Die Altersspanne der laborgetesteten Fälle betrug 0 bis 107 Jahre. 50% der positiv getesteten Fälle waren jünger als 52, 50% älter als 52 Jahre, 47% der Fälle waren Männer, 53 Frauen. Dann, wenn es aber bei den ganz schwer Betroffenen, bei den Todesfällen, kehrt sich das dann um, da sind die Männer viel stärker betroffen als die Frauen. Erwachsene deutlich mehr infiziert als Kinder. Bei den Erwachsenen ab 60 Jahren waren Männer häufiger betroffen als Frauen. Bei Erwachsenen unter 60 Jahren Frauen häufiger als Männer. Bei beiden Geschlechtern war die Infektionsquote bei 80 Jahren und darüber am allerhöchsten. Kantonale Fälle, das ersparen wir uns hier. Hospitalisation, wir haben jetzt keine Zahl gefunden von Leuten, die wirklich, wie viel Prozent der Gemessenen dann hospitalisiert werden müssen. Wir haben Aussagen über die Leute, die hospitalisiert wurden und die dann auch gestorben sind. Ich bleibe hier noch bei den Todesfällen. Bisher starben in der Schweiz 885 Personen, die im Labor positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Das heißt 103, ja vielleicht ist es etwas höher, 103 bis 130 Todesfälle pro Million Einwohner. Von den Verstorbenen waren 539 Männer, also 61%, und 345 Frauen. Die Altersspanne betrug 31 bis 101 Jahre. Altersmedian lag bei 84 Jahren. Das heißt, 50% aller Todesfälle sind über 84 und 50% aller Todesfälle unter 84 Jahren, wobei wir ein Durchschnittsalter der Corona-Verstorbenen in der Schweiz haben von 83 Jahren. 97% aller dieser Verstorbenen litten an einer Vorerkrankung. Die drei am häufigsten genannten Vorerkrankungen waren Bluthochdruck, 64% der verstorbenen Personen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 55% und Diabetes, 27%. Wie steht die Schweiz mit dieser Todesfallzahl pro 100.000 oder pro Million Bevölkerung da im internationalen Vergleich? Wir sind, wenn man so will, im oberen Mittelfeld Europas, ganz vorneweg Spanien mit 380 Todesfällen pro Million, Belgien 340, Italien 330, Frankreich 220, Großbritannien 170 Todesfälle pro 1 Million Einwohner an oder mit Corona, Niederlande 160, Schweiz 130 und Schweden 90. Blicken wir etwas auf die europäische Landkarte. Wir haben jetzt die große
Lockdown-Beendigungsdiskussion in verschiedenen Ländern Europas, interessanterweise auch dort, wo das Virus am härtesten zugeschlagen hat, nämlich in Spanien und in Italien. Wie sieht da die Landschaft aus? Die Schweiz ja noch ziemlich rückständig, wenn ich so sagen will, zurückhaltend da unterwegs. Man möchte noch keine Auflockerungen machen. Erst Ende Monat ist etwas in Aussicht gestellt. Klare Szenarien liegen noch nicht vor. Die sollen wir am 16. April bekommen. Alles ziemlich spät, wie mir scheint. Jetzt andere europäische Länder, Dänemark, gehen am 15.04. zurück, was die Schulen angeht. Auch Kindergärten werden geöffnet, Kinos, Kirchen, andere Versammlungsorte geschlossen, Festivals etc. nicht zu denken, wird erst im August frühestens der Fall sein. Shutdown hat dort am 13. März eingesetzt, also in Dänemark eine Auflockerung, die jetzt kommt. Tschechien seit 12.03. im Lockdown, da geht es ziemlich weit, Maskenpflicht öffentlich im Tragen. In der Schweiz wird ja das Gegenteil behauptet, die Tschechen sagen nein, man soll eine Maske tragen, das schützt beidseitig. Dort sind die Velogeschäfte, die Baumärkte, die Gärtnereien, auch Buchhandlungen sind geöffnet mit entsprechenden Hygieneauflagen, sogar Tennisplätze geöffnet, allerdings glaube ich ohne Doppel und vor allem ohne Garderobenbenutzung und Duschbenutzung, also strengstes Physical Distancing. Dann in in Österreich haben wir ebenfalls eine Auflockerung nach Ostern, da sind Geschäfte, Gartengeschäfte, andere Läden werden geöffnet mit Maskenpflicht. Ab Mitte Mai ist die Wiedereröffnung von Restaurants zu erwarten. Man möchte, das hat sich Kanzler Kurz entsprechend ausgedrückt, eine zweite Welle wie in Singapur vermeiden. Dann Norwegen, da wird am April 20 etwa, werden dort die Schulen und die Kindergärten wieder eröffnet. Bis jetzt nur 92 Tote. In Deutschland hat eine Expertengruppe der Leopoldina, das ist eine hoch angesehene Forschergruppe von etwa 1600 Mitgliedern, das ist wie so eine Art, ein Waisenrat, der über der Bevölkerung schwebt. Das gibt einige davon in Deutschland, da ist ein großer offensichtlich Respekt vorhanden vor diesen, sage ich jetzt mal, herausgehobenen Gremien, die damit verschärfter und erweiterter Intelligenz die Zeitläufe beobachten. Also auch diese Leopoldina, dieser Wissenschaftler, Waisenrat, empfiehlt da sehr, sehr zurückhaltend Auflockerungen. Allerdings wirklich sehr, sehr zurückhaltend. Dann ganz interessant, Schweden, das ist ja das komplette Gegenbeispiel. Schweden ist den ganz anderen Weg gegangen als alle anderen. Man hat gesagt, wir schützen die Risikogruppen, wir schützen die Älteren und die Vorerkrankten. Die anderen können mit bestimmten Auflagen ihr Leben so weiterführen. Wir wollen keine Extremmitleidenschaft, keine Extremverheerungen in der Wirtschaft erzeugen. Wir versuchen, das Leben so gut es geht weiterlaufen zu lassen. Wie steht Schweden da? Die werden ja in den Medien ziemlich verlacht, kritisiert, fast sehnsuchtsvoll warten die Journalisten darauf, dass jetzt auch die Schweden einknicken. Bei Boris Johnson hatte man ja nicht ziemlich unverhohlen auch ein fast so ein triumphalistisches Tongefüge in den Medien, wie man da den britischen Premier bedacht hat mit hämischen Kommentaren. In Schweden haben wir etwa 11.000 bestätigte Fälle. 919 Menschen sind gestorben. Wenn wir das umlegen auf die 1 Million, haben die Schweden etwa 90 Todesfälle pro 1 Million. Ich rufe Erinnerung, in der Schweiz sind es 103 bis 130, obwohl die Schweiz massiv härtere Lockdown-Maßnahmen da beschlossen hat. Auch ist in Schweden eine Überlastung des Gesundheitswesens bis jetzt ausgeblieben. Also dieser Fall ist interessant, denn er bringt etwas die Einhelligkeit ins Wanken aller anderen. Man hat uns jetzt erzählt, diese Lockdowns seien ganz wichtig und alternativlos. Schweden scheint zumindest auch in dieser ersten harten Pandemiewelle doch irgendwo den Nachweis anzutreten, dass hier die Weisheit noch nicht erschöpfend auf einer oder auf der anderen Seite liegt. Möglicherweise, ich betone das, ist es auch denkbar, dass Schweden insgesamt, wenn wir den Zeithorizont etwas erweitern, wenn wir schauen, okay, wie sieht es aus in anderthalb Jahren, ist vielleicht Schweden besser aufgestellt, weil die Schweden jetzt schon durch diese
liberalere Haltung, wenn man so will, eine größere Durchseuchung, ein schlimmes Wort, eine Durchseuchung erlauben der Bevölkerung und dann in Richtung einer, noch schlimmeres Wort, Herdenimmunität gelangen. Herdenimmunität, ich finde das bemerkenswert, dass die sonst so sprachlich sensiblen Moralwächter in den Medien diesen Begriff mehr oder weniger unbesehen übernommen haben. Wir sind ja noch nicht Herden in der Schweiz und in, unter der Menschheit, aber egal. Diese sogenannte Herdenimmunität, in gewissen Kreisen schon fast etwas ein Schimpfwort, weil man die damit verbundene Strategie nicht gut findet, die könnte in Schweden früher gegeben sein als in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, in den USA und in vielen anderen Ländern, was dann wiederum einen, sage ich mal, nachhaltigeren Rückweg in die relative Normalität erlauben würde. Also bevor wir uns jetzt an den Schweden die Schuhe abputzen hier, das machen wir nicht, bitte hier mit offenem Visier die Resultate abwarten. Bis jetzt sieht das gar nicht so schlecht aus. Die Schweden müssen sich da auf keinen Fall verstecken. Und jetzt kommen wir zur Schweiz und wir kommen eigentlich zu dem Thema, was für mich das Interessanteste ist, auch weil die Medien darüber wortreich schweigen. Die Frage ist nämlich, wie abgestützt, wie vernünftig sind die Maßnahmen des Bundesrates bei uns? Hat die Regierung eigentlich einen Plan oder fährt man da einfach etwas auf Zusehen hin? Wissen die Regierungsmitglieder auch, wie es dann weitergehen soll, wenn der Lockdown fertig ist? Und hier ist mein Eindruck, aufgrund der von mir gesichteten Fakten und Pressekonferenzen und einfach Äußerungen, die ich sehe, auch Interviews, dass der Bundesrat hier ganz eindeutig auch in einer Art nach wie vor Blindflug unterwegs ist, auf der Grundlage von unzureichenden Daten, unzureichenden Fakten. Das hat sich am Wochenende wieder bestätigt mit großen Interviews hier in der Boulevardzeitung Blick. Bundesrätin Karin Keller-Sutter im großen Interview den Coronavirus. Kaum kritische Fragen, das ist auch interessant. Also in der Schweiz sind wir alle Bundesrat, die Journalisten, die sind da fast schon lammfromm in ihren Fragestellungen. Das höchste der kritischen Gefühle ist dann vielleicht so eine Frage nach der Art, zweifeln Sie manchmal, ob diese weitreichenden Entscheide des Bundesrats wirklich richtig sind? Ja, was glauben Sie, was antwortet die übrigens immer noch hervorragend frisierte Bundesrätin? Offensichtlich gibt es ja doch eine heimliche Coiffeuse im Bundeshaus oder einen Coiffeur. In einer Krise ist Führung angesagt, da darf man nicht zu perfektionistisch sein. Wir machen das, was wir nach bestem Wissen und Gewissen für richtig halten, ob einzelne Maßnahmen immer die richtigen waren, das müssen wir dann später sehen, das müssen wir später beurteilen. Oder andere Sätze ungefähr im gleichen Stil. Ja, die Corona-Krise wird Spuren hinterlassen. Das, auf diese Idee wären wir jetzt sicherlich noch nicht gekommen. Ich habe noch ein zweites Interview hier mitgebracht und zwar vom Kollegen von Frau Keller-Sutter, das ist der Gesundheitsminister Alain Berset. Er war in der Schweiz am Wochenende umfangreich zu beobachten und zu lesen. Hier ja auch die Fragen, eigentlich gar keine Fragen, sondern Feststellungen. Wie beurteilt der Bundesrat diesen massiven Schritt des Lockdowns? Sagt dann der Herr Berset, der Bundesrat machte diese Einschränkung nicht leichtfertig, sondern stets gestützt auf wissenschaftliche Erkenntnisse und er begründet diesen sorgfältig, ehrlich und transparent. Dann die Frage nach den Öffnungen, wie sehen Sie das? Dann sagt er, öffnen wir zu früh, steigen die Infektionen, wieder im schlimmsten Fall sogar explosionsartig, dann bräuchte es drastischere Einschnitte als jetzt, die noch mehr Wirtschaftsbereiche treffen. Und wichtig seien eben die wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Virus, die seien hier matchentscheidend bei der Bestimmung der Politik. Hier muss man einfach mal einsetzen und sagen, Entschuldigung, bei allem Respekt vor der wissenschaftlichen Expertise, es ist nicht so, dass Wissenschaftler im Bundesrat sitzen und auch das Virus sitzt nicht im Bundesrat. Es gibt ja Politiker, die sagen jetzt, ja, das Virus entscheidet, wie wir uns dann entsprechend festlegen wollen, welche Maßnahmen gelten. Das ist natürlich
Nonsens, sozusagen die Verantwortung, die Regierungsverantwortung mehr oder weniger an Wissenschaftler oder noch drastischer an ein Virus selber abzugeben. Ich betone, ich unterstreiche das, es sitzen keine Viren in den Regierungen und es sitzen auch keine Experten in den Regierungen. Die Experten geben ihre Ratschläge, ihre Einschätzungen ab, viele davon widersprechen sich übrigens auch diametral. Am Ende brauchen wir eine Regierung, die entscheidet und die hier ganz klar sagt, aufgrund von welchen Kriterien wir wie entscheiden. Und wo ich einig bin mit Bundesrat Berse, ist in der Feststellung, dass wir sagen, wichtig sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das ist jetzt nicht einfach eine Geschichte dieses Virus, dieses Coronavirus, wo man sagen kann, hier ist jeder gleichermaßen Experte und jeder kommt gleich gut raus. Das stimmt nicht. Wir sind hier ganz klar auf die Erkenntnisse der Wissenschaften angewiesen und es ist auch richtig, dass sich die Regierungen auf diese Erkenntnisse abstützen. Aber die Frage ist, welche Erkenntnisse und haben wir eigentlich die Daten, welche Wissenschaftler auch, haben wir eigentlich die Daten, die wir brauchen? Zwei Merkzahlen sind aus meiner Sicht essentiell, matchentscheidend, ganz wichtig in der aktuellen Diskussion. Zwei Kennzahlen, zwei Merkzahlen, die müssen wir haben, damit wir erstens beurteilen können, ob unsere Maßnahmen angemessen sind und vor allem auch nach wie wir wieder aus der jetzigen Situation rauskommen und wie wir uns in Zukunft verhalten müssen, um mit diesem Virus irgendwie zurande zu kommen. Zwei Merkzahlen sind entscheidend. Die erste Merkzahl ist, wie ansteckend ist dieses Virus? Ist es so ansteckend wie eine Grippe? Ist es so ansteckend wie Masern? Viel, viel ansteckender ist als eine Grippe. Da haben wir noch keine 100% gesicherten Erkenntnisse. Wir wissen lediglich, dass es etwas ansteckender ist als die Grippe. Das heißt zweimal, am Anfang hieß es dreimal bis dreieinhalbmal. Da musste zurückbuchstabiert werden. Noch entscheidender ist die Frage, wie tödlich, wie gefährlich ist dieses Virus pro Infektion. Das ist der Fachbegriff der sogenannten Case Fatality Ratio. Also die Zahl der Infizierten ergibt, wie viele Tote. Wie kann man das sehen? Einfach zum Vergleich hier, dass Sie den Raster haben bei früheren Pandemien, zum Beispiel spanische Grippe. Total tödlich in der Schweiz, 25.000 Tote weltweit, mehr als der Erste Weltkrieg, sagt man. Eine massive Grippepandemie 1918, 1919, übrigens ohne Lockdown. Damals wurde sogar noch ein Landesstreik durchgeführt. Vielen Dank an die Gewerkschaften damals. Hat zu einer massiven Ausbreitung des Virus geführt und zu viel mehr Todesfällen. Damals hatten wir eine sogenannte Case Fatality Rate von 2,6, 2,7. Das heißt, von allen Infizierten starben 2,7%. Das ist massiv. Bei einer normalen Grippe sind wir bei 0,1. Da sehen Sie also, das sind etwa 27 Mal mehr, also fast exponentiell höher hier die Todesrate. Dann hatten wir eine Grippewelle, die sogenannte Hongkong-Grippe 57, 58 im letzten Jahrhundert, hat weltweit über 1 Million Menschen das Leben gekostet. Hier haben wir eine sogenannte Case Fatality Ratio von etwa 0,4%. Also von allen Infizierten sind 0,4% gestorben. Zum Vergleich SARS-Epidemie vor 10, 15 Jahren, diesem ganz auch gefährlichen Grippevirus, wenn man so will, Coronavirus, da sind 10% der Infizierten gestorben. Allerdings haben sich nicht so viele infiziert, wie das heute mit dem neuartigen Coronavirus der Fall ist. Also dort ganz massiv höher, also 0,4% Mortalität aller Infizierten bei der Hongkong-Grippe 57, dann 68, 69, dort gab es auch eine große Grippepandemie, das war die sogenannte asiatische Grippe, die ist mit etwas unter, glaube ich, etwa 0,25 bis 0,3% Mortalität, also etwa dreimal höher als eine normale Grippewelle zu veranschlagen gewesen, ebenfalls drastisch tiefer als dann später diese SARS-Epidemie, die allerdings zum Glück lokal sehr begrenzt blieb. Was wissen wir jetzt also über die Mortalitätsquote, diese Tödlichkeitsquote, wenn man so will, des neuen Coronavirus mit der Covid-19-Lungenerkrankung? Also, dazu gibt es eine ganz neue Studie in Nordrhein-Westfalen unter dem bekannten jungen Bonner Virologen Professor Hendrik Streeck. Einige von Ihnen haben ihn sicher schon gesehen bei Markus Lanz im deutschen Fernsehen. Er ist ein Mann, der sich nicht scheut, auch
sage ich jetzt einmal, unpopuläre Thesen zu äußern. Es gibt auch in Deutschland so einen Krieg der Virologen. Er gehört da etwas zu einem, ist der führende Kopf eines Lagers. Auf der anderen Seite steht dann sozusagen der Kanzleramtsvirologe, Herr Dr. Drosten, der auch sehr kritisiert, was Herr Streeck tut und was er sagt. Das ist auch im neuesten Vorgang der Fall. Streeck nun hat im Bundesland Nordrhein-Westfalen den Ort untersucht, der in Deutschland am stärksten, am heftigsten vom Coronavirus heimgesucht worden ist, und hat dort mal diese Messungen gemacht, um diese beiden Kennzahlen, wie ansteckend ist das Ding und wie tödlich ist das Ding, um das herauszubekommen. Er hat jetzt mit diesen Resultaten, ist er an die Öffentlichkeit gegangen, wurde dann natürlich sofort kritisiert, aber seine Erkenntnisse, weil das ist ein seriöser Mann, geben schon einen gewissen Aufschluss über das, was hier auf uns zukommt oder wo wir es zu tun haben. Er hat herausgefunden, dass etwa 15% der ganzen Bevölkerung dieses Orts, das er angeschaut hat, sich bereits mit diesem Coronavirus angesteckt haben. Viel, viel mehr, als was man den Eindruck haben könnte von den offiziellen Tests. Und aufgrund dieser realen Infektionsrate, die allerdings dann wieder von Professor Drosten bestritten wird, lassen wir das einen Moment noch beiseite. Aufgrund dieser realen Ansteckungszahl, Ansteckungsquote, hat er dann berechnet, wie viele Menschen sind gestorben. Und dann ist er auf eben diese Case-Fatality-Ratio gekommen, diese Sterblichkeitsrate, diese Tödlichkeitsrate des Virus. Und da kam er dann auf einen Wert von 0,37%. 0,37%, das ist also etwas tiefer als die Hongkong-Grippe von 57-58, vielleicht etwas höher als die asiatische Grippe 68-69. In keiner Art und Weise in der Nähe des SARS-Epidemie der früheren 2000er Jahre und auch keineswegs in der Region jener Schätzungen, die man von Seiten der WHO und auch von Seiten des Imperial College bis Mitte März noch verbreitet hat. Und das ist wichtig, sich das vor Augen zu führen, denn diese Zahlen, Imperial College, WHO, die haben eigentlich diese Lockdown-Welle ausgelöst. Aufgrund dieser Mortalitätsquotienten, dieser Tödlichkeitsziffer, wenn man so will, haben die Regierungen entschieden, hier mehr oder weniger die ganze Wirtschaft ins Koma zu legen. Jetzt stellen wir fest, dass diese Quote viel, viel tiefer sein könnte als erwartet. Ich gebe hier keine Entwarnung, das heißt nicht 0,37%, das ist immerhin dreieinhalb Mal mehr als eine normale Grippewelle, was die Sterblichkeit angeht. Das muss man schon ernst nehmen. Das ist einfach nur irgendein Non-Event, der da stattfindet, auf keinen Fall. Aber wir sehen jetzt eben etwas klarer, was diese Mortalität angeht. Und hier geht meine Kritik an den Bundesrat. Wir haben in der Öffentlichkeit, auch als Medien, auch unsere Schuld, keinerlei Hintergründe und Angaben, aufgrund von welchen Zahlen der Bundesrat entscheidet, aufgrund von welcher Szenarien. Jetzt müsste ich das auch so vorstellen, wie wir jetzt nach dem Lockdown reagieren, hat doch entscheidend damit zu tun, für wen dieses Virus vor allem tödlich ist und wie tödlich es insgesamt ist, weil das bestimmt doch letztlich die Maßnahmen, die wir politisch ergreifen müssen. Und wenn wir diese Zahlen nicht haben, wissen wir auch gar nicht, ob unsere Strategien angemessen sind oder nicht. Und der Bundesrat hat offensichtlich keinerlei Vorstellung, wie diese Zahlen aussehen müssen, damit er eine entsprechende Korrektur seiner Strategie vornimmt. Also die Behauptung, man stütze sich da auf Wissenschaftler ab, ist in diesem Zusammenhang eigentlich ein Bekenntnis der Hilflosigkeit. Der Bundesrat müsste ja aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse selber entscheiden, bei welcher Zahl von Ansteckungen, bei welcher Zahl von Todesfällen, welche Auflockerungsmaßnahmen wichtig sind. Bei welcher Fallzahl von Ansteckungen pro Bevölkerungseinheit würde man wieder anfangen, stärkere Lockdown-Maßnahmen zu ergreifen. Und was machen wir, wenn dann der Lockdown beendet ist? Wie schützen wir die verwundbarsten Teile unserer Gesellschaft? Davon sehen wir nichts. Ich glaube auch, dass die Regierung noch überhaupt keinen Plan hat in dieser Richtung. Man ist sich gar nicht klar. Man hat uns einfach gesagt, okay, Lockdown müssen wir machen, ist alternativlos angeblich, weil wir
damit die Ansteckungskurven runterbringen müssen, um eine Überforderung der Gesundheitssysteme zu verhindern. Ich habe das mitgemacht, ich habe gesagt, ist vielleicht übertrieben, aber im Zweifelsfall lieber auf Nummer sicher gehen, keine Fehler machen, da sind wir dabei. Jetzt aber sind diese Kurven massiv runtergekommen, wir haben keine Überforderung des Gesundheitswesens gesehen, trotzdem sperrt sich der Bundesrat hier eine Lockerung einzuleiten nach Ostern, verschiebt das auf Ende Monat, ohne allerdings Kriterien und Zahlen zu benennen, Berechnungen, Berechnungsmodelle, aufgrund derer er seine Entscheidungen trifft. Und das ist ein großes Defizit. Darum sprechen wir hier bei der Weltwoche, was die Krisenkommunikation des Bundesrats angeht, von einer Art von Simulation von Krisenkommunikation. Denn uns scheint es sehr, sehr wichtig zu sein, dass man die Zahlenperspektiven und auch die Entscheidungen sehr, sehr transparent, mit radikaler Transparenz begründet, um eben auch die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen. Das passiert in meiner Betrachtung viel zu wenig und auch die Medien bleiben da viel zu unkritisch in der Durchleuchtung, im Abklopfen der Tragfähigkeit der bundesrätlichen Entscheidungen, auch der Hintergründe. Wir wissen da überhaupt nicht, aufgrund von was für Kriterien der Bundesrat entscheidet. Und wenn man den Wortmeldungen Glauben schenkt, die da gemacht werden, sehen, sei das Frau Keller-Sutter, sei das vor allem der Gesundheitsminister Alain Berset, dann hören Sie einfach immer nur, ja, wir müssen den Wissenschaftlern zuhören, die Wissenschaftler sind hier wichtig, der Virus ist ganz wichtig, wie sich der Virus verhält. Und da sind wir wieder am Anfang. Es sind nicht Viren und Wissenschaftler, die in der Regierung sitzen, sondern Politiker. Und wir brauchen jetzt Politiker, die Entscheidungen treffen und auch die Verantwortung übernehmen auf Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und da bin ich ganz klar dafür, ganz vielen Daten. Aber hier ist der Bundesrat viel zu wenig meines Erachtens aufdatiert, ist völlig unklar, aufgrund von was für Daten er entscheidet. Blick in die Zukunft, einfach um das hier auch nochmal darzustellen, der Bundesrat scheint keinen Plan zu haben, wie er nach dem Lockdown genau nach welchen Überlegungen vorzugehen gedenkt. Wir wissen nur etwas. Im Moment gibt es keinen Impfstoff gegen Corona. Es gibt auch keine mirakulix-mäßigen Wundermittel in der Behandlung. Das heißt also, wir werden mit diesem Virus und seiner Ansteckungsmöglichkeit leben müssen. Vielleicht geht das etwas runter im Sommer, das wissen wir nicht, kommt dann im Herbst die nächste Welle. Okay, ja, und jetzt, wie weiter? Was heißt das genau? Was heißt das für die Schulöffnungen? Was heißt das für die Geschäftsöffnungen? Was heißt das für den Grad der Versorgung der Menschen mit Masken? Was heißt das für die Bestückung der Spitäler mit Atemgeräten? Ist man hier vorbereitet? Kann man den Leuten überhaupt aufzeigen, aufgrund von welchen Zahlen, welches Ziel irgendwo erreicht wird, dass man auf der sicheren Seite ist? Im Moment stellt diese Fragen niemand, weil wir glauben, wir könnten alles noch bezahlen, wir könnten die ganze Wirtschaft mehr oder weniger mit einer kollektiven Anstrengung auch vor dem Untergang bewahren. Ja, im Moment machen die Leute das mit, aber sobald die existenziellen Sorgen drücken, sobald nicht mehr ganz klar ist, warum der Bundesrat hier wie entscheidet, dann werden sich selbstverständlich die kritischen Stimmen regen und die Leute werden dann einfach nicht mehr mitmachen und werden selber das tun, was ihnen für richtig erscheint. Und diese Situation, ja, finde ich jetzt nicht unbedingt erstrebenswert, aber das ist etwa das Szenario, auf das wir hinsteuern. Umso wichtiger ist, dass der Bundesrat hier seine Überlegungen ganz klar transparent macht und auch belegt, nicht einfach nur dekretiert. Was haben wir sonst noch an interessanten Nachrichten des Tages? Ja, wir haben jetzt natürlich auch unternehmerische Lichtblicke hier, ein Alexander Kuriger rüstet die Schweiz mit wöchentlich bis zu 7 Millionen Masken aus. Ein Fittiger Getränkeunternehmer hat über seinen Verpacker in China die Möglichkeit erhalten, Gesichtsmasken zu importieren. Ja, das klingt jetzt alles wunderbar, ist vermutlich auch ein gutes Geschäft für ihn mit gecharterten Swiss-Maschinen. Bei den Masken ist einfach die Frage, auch wie hier wieder, wo ist die Ehrlichkeit, die Offenheit unserer Regierung? Wir haben doch eine Kakophonie, was den Nutzen der Masken angeht. Da hören wir unterschiedlichste Sachen. Der Herr Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit erzählt uns,
Masken prägte nicht so viel. In Asien sehen wir aber, dass alle Masken tragen. Unser Instinkt sagt uns, diese Masken sind wichtig, aber dass die Behörden sagen, das sei nicht so, vermutlich deshalb, weil sie nicht genügend Masken haben. Aber das sind doch ganz wesentliche Dinge, die wir wissen müssen, was solche Masken bringen, auch mit Blick auf die Zukunft, wenn wir mit diesem Virus leben müssen. Denn in der Schweiz können wir es uns nicht erlauben, nirgendwo können wir es uns erlauben, 12 oder 18 Monate, wie das in den USA schon zum Teil heißt, einen Lockdown zu machen. Das ist völlig absurd. Ich meine, wer so etwas fordert, hat den Bezug zur Wirklichkeit verloren. Und auch hier, ich will nicht sagen, das sind einfache Entscheide und man kann einfach sagen, Gesundheit versus Wirtschaft, das ist nicht die Überlegung. Gesundheit ist die Grundlage der Wirtschaft, aber die Wirtschaft ist auch die Grundlage der Gesundheit und man wird hier irgendwo einen Mittelweg finden müssen, aber den müssen wir finden aufgrund von verlässlichen Kriterien, nicht einfach irgendwelche Stimmungsentscheide, die da aufgrund auch medialer Resonanz getroffen werden könnten. Dann ja, nur eine von 5 Infektionen ist nachgewiesen. Das ist auch noch eine Nachricht, die in den Medien jetzt kam. Das heißt, das unterstreicht das, was ich schon oft gesagt habe in dieser Sendung. Es gibt viel mehr Ansteckungen als erwartet. Wir sind noch sehr, sehr weit weg von dieser eben sogenannten Kollektivimmunität, von der Herdenimmunität. Ich rede lieber von Kollektiv oder Immunität oder allgemeiner Immunität. Da sind wir noch weit entfernt. Erst bei 70-80% der Gesamtbevölkerung oder sogar 90% reden wir von einer Immunkraft einer Kollektiven. Wir sind da noch weit unten, also im Tessin bei 12%, im Kanton Zürich vielleicht maximal 40%, das ist vermutlich etwas hochgegriffen. Also da, auch hier, wir wissen eigentlich gar nichts, treffen aber weitreichendste Entscheidungen. Das ist interessant. Jetzt in den Medien regen sich die kritischen Stimmen gegenüber der Versorgungslage beim Bund. Die Weltwoche ist hier etwas vorangegangen, jetzt dämmert es langsam den anderen auch, dass hier vieles schief gegangen ist. Blende etwas über. In die USA feuert Trump seinen wichtigsten Mann. Trumps Corona-Experte Anthony Fauci, 79, hat den Präsidenten in einem CNN-Interview angeblich indirekt kritisiert. Es läge in den USA ein anderes Bild vor, wenn man rascher als alles runtergefahren hätte. Heute in den USA 22.000 Tote, mehr in allen anderen Staaten. Und so weiter. Das ist diese Diskussion, da haben sich natürlich unsere Zeitungen sofort draufgestürzt. Der Vorgang ist der folgende: Es gab ein Interview mit Anthony Fauci auf CNN. Dort, ich komme da noch drauf, hat sich Fauci tatsächlich hat gesagt, ja, wenn man früher den Lockdown gemacht hätte, hätten Opfer verhindert werden können. Daraufhin hat dann Trump, der ist sofort darauf eingestiegen, ein Tweet weiter vertwittert, das quasi Entlast Fauci so als Hashtag unten dran hatte. Ohne Kommentar allerdings. Da sind alle draufgegangen, hey, seht ihr, jetzt haben wir Trump, jetzt, das ist jetzt der Beweis, er hat versagt, sein engster Gesundheitsberater da und Chef wendet sich gegen ihn und die Medien voll drauf. Ich meine, erstens einmal, was ist eigentlich mit den Medien los, dass die eine derartige Trump-Obsession entwickelt haben? Ich meine, spielt das jetzt wirklich irgendeine Rolle, was Trump im letzten Januar oder Februar erzählt hat? Ja, natürlich spielt das eine Rolle, aber man könnte sich auch mal mit der Frage beschäftigen, was unsere Regierungen im letzten Januar, Februar und in den Jahren davor gemacht haben, punkto Pandemievorsorge. Dieses Ablenkungsbashing, dieses sozusagen sterile, herdenmäßige Einprügeln auf den amerikanischen Präsidenten in den Medien, das finde ich geradezu widerwärtig im Moment, ist absurd, auch von einer Selbstgerechtigkeit sondergleichen. Und es stimmt dann auch noch nicht. Ich habe mir jetzt diese Sendung angeschaut, dieses Interview mit Anthony Fauci. Und da jetzt hineinzulesen, dass der Gesundheitsberater den Präsidenten kritisiert habe, also weil das ist dann, das grenzt schon an Fake News. Fauci hat in diesem Interview mit Jake Tapper auf CNN vor allem einmal gesagt, dass man das gar nicht kritisieren könne, dass die USA den Lockdown nicht früher gemacht habe, denn es wäre nie akzeptiert worden, eine derart drastische Maßnahme zu einem früheren Zeitpunkt. Aber selbstverständlich, wenn man im hypothetischen Fall dies gemacht hätte, dann hätten sich auch ein paar Todesfälle verhindern lassen. Allerdings schränkte dann gleich ein, sei das eben so nicht zu verhindern gewesen. Also da muss man schon wirklich eine ziemlich, wie soll ich mal sagen, fast schon kriminelle Energie haben, um hieraus eine Kritik am amerikanischen Präsidenten abzulesen. Dumm ist natürlich,
wie Donald Trump dann wiederum in seinem grenzenlosen Narzissmus sofort auf Fauci schießt, mehr oder weniger, oder dieses Tweet daraus pickt, um in diese Diskussion einzusteigen. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt besonnene Leadership, aber das ist ja bei ihm in dem Sinn, was sein Twitter-Verhalten angeht, auch nicht im Programm, im Paket, im Angebot mit drin. Aber für mich einfach, sagen wir es, skurril, wie hier die Journalisten in ihrer Anti-Trump-Obsession stecken bleiben, wie so ein Sprung in der Schallplatte und aus allem, das er auslässt. Das ist gar nicht der entscheidende Punkt im Moment, es geht doch um ganz andere Themen. Ja, das, meine Damen und Herren, weil ich es sehe, die Nachrichtenübersicht des Tages plus meine Einschätzung und noch eine letzte Meldung, etwas Positives. Wir wollen ja immer auf einem erfreulichen Schlussakkord aufhören. Was hat mich gefreut? Was hat mich ganz besonders gefreut in den letzten Tagen? Natürlich heute der Geburtstag meiner Tochter, 6 Jahre alt geworden, aber dann vor allem auch die Lektüre eines Buchs, eines Vergessenen, nämlich von Maurice Druon. Maurice Druon war französischer Kulturminister in den frühen 70er Jahren des 20. Jahrhunderts unter Georges Pompidou, ein Gaullist, ein hochkultivierter Mann, der aber jetzt nicht auf der ganz linken Seite stand, sondern eher bürgerlich. Und der hat von den 50er bis in die, ich glaube, 70er Jahre eine siebenbändige, ein Romanwerk geschrieben unter dem deutschen Titel Die unseligen Könige, Le Roi Maudit, die unseligen Könige, ein gigantisches Kolossalgemälde des Mittelalters in Frankreich um den damaligen König Philipp, den schönen Philipp den Vierten, der mit harter Hand Frankreich regierte und ganz massive Verwerfungen auslöste durch einige seiner Entscheide, und auch in die Spätphase seiner Regentschaft fällt auch der Beginn des Hundertjährigen Kriegs zwischen England und Frankreich. Jetzt, ich bin kein besonders frankophiler Mensch, ich habe nicht sehr enge Beziehungen zu Frankreich, aber ich muss Ihnen sagen, dieses Buch, das ist jetzt gigantisch. Maurice Druon, ein historischer Roman, akribisch recherchiert. Der Großteil der Personen hat wirklich gelebt. Ich habe festgestellt, ein paar Jahreszahlen hat er aus dramaturgischen Gründen verschoben. Aber das ist wirklich ganz großes Kino, ganz große Kunst für Freunde des historischen Romans. Und für alle, die das etwas sehr abseitig finden, bringe ich einen ganz aktuellen Bezug hinein, nämlich das Fernsehseriendrama Game of Thrones, das ja weltweite Publikumsrekorde erzielt hat, geschrieben von George Martin. Dieses Game of Thrones Fantasy-Epos ist inspiriert durch diese historisch akkurate Romanadaption von Maurice Druon. Auch George R.R. Martin, der Autor von Game of Thrones, hat einmal diesen Druon als seinen persönlichen Helden bezeichnet, als einen der ganz großen Schriftsteller. Und ich kann das bezeugen, ich bin sonst auch kein Freund historischer Romane, aber hier hat man etwas in der Hand, was man einfach nicht mehr weglegen kann, außer man macht Weltwoche Daily. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Beißen Sie sich durch, kämpfen Sie sich durch in dieser schwierigen Zeit, ohne die Zuversicht und ohne die kritische Energie zu verlieren. Bleiben Sie uns gewogen. Wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank.